Moinsen Leute und wieder zurück zum Tech-Tutorial und heute Part 8, mehr als nur Repeater Part 1, also wir haben hier zwischendurch immer mehrere Teile von mehr als nur Repeater, das ist so eine Art Spezial-Tutorial, was über mehrere Folgen geht, weil es da ganz viele Sachen gibt. Ja, mehr als nur Repeater, warum habe ich das so genannt? Ja, das kann ich so schon mal sagen. Als erstes, das sollte eigentlich jeder wissen, der Minecraft spielt, das ist ein Repeater. Ja, ist eigentlich ganz normal. Drücke ich hier zum Beispiel einen Schalter hin und drückt da was drauf, dann repeatet er, also er gibt ein verstärktes Signal, aber verlangsamt das auch. Also er verzögert das, um, wenn er ganz normal eingestellt ist, ein Tick, jetzt zwei Tick, drei Tick, vier Tick. So kann man das einstellen. Mache ich vier Tick, dauert das vier Tick, bis das Signal rauskommt. Das ist natürlich nicht viel, vier Ticks. Und ja, mehr als nur Repeater. Was heißt das? Tja, guckt man einmal im Creative-Modus Bild ein wenig nach unten, fällt einem schnell auf, dass es hier ganz viele Sachen gibt. Einen davon haben wir schon zweimal benutzt. Erstmal mache ich Tag, damit das jeder sehen kann. Cheat-Modus. So, machen wir mal Tag. Gucken wir mal raus. Da hinten bei dem Windmill haben wir schon mal einen Timer benutzt. Ja, einen Timer. Um den geht's heute, wie man den herstellt und was der alles so macht. Das ist in Part 1. Ja, Timer. Den haben wir hier. Wie man den craftet, zeige ich jetzt. Als erstes, das braucht ihr für jeden dieser Sachen, müsst ihr Steine nehmen. Ein Stack Steine. So. Den tut ihr dann in den Ofen. Irgendein Blue Electric. Habe ich jetzt, also ich habe jetzt Blue Electric genommen. Die hier übrigens, solange das hier drin läuft, kann ich immer zeigen. Ja, hier habe ich ein Nebenhaus gemacht, wo ich ein bisschen Solarenergie sammle. Nebenbei drei Battery Boxen angeschlossen. Dann geht die Energie hier rein. Und hier gehen die ganzen Öfen im Haus. So, das ist alles. Jetzt gucke ich mal eben. Ja, dann kommen diese Stone Wafers raus. Stone Wafers. Die braucht man immer. Braucht man immer für diese Teile. Die sind Grundrezepte. Nehmen wir uns jetzt mal einen Timer. Gucken wir uns die mal genauer an. Ich habe den Cheat-Modus noch an. Mein Gott. Dann gehen wir mal eben auf Recite-Modus und auf Timer. Linksklick. So. Dann sehen wir, wir brauchen zwei Stone Wafer, drei Stone Wire, einen Stone Pointer und eine Stone Kathode. Erstmal die Stone Wire. Die machen wir ganz normal mit Stone Wafer und Redstone drüber. Die können wir gleich mal machen. Also nehmen wir einfach die und Redstone drüber. Da müsste man eigentlich, jetzt habe ich leider keine Crafting Box. Jetzt schon. Die tun wir hier so aktivieren. Und nehmen uns Redstone und den. Drei brauchen wir dafür, also machen wir drei. Haben wir drei Stück. So, das nächste war Stone Pointer. Stone Pointer sind einfach nur Stone Wafer mit einer Fackel drauf und ein Stein. Also das hier, dann eine Redstone Fackel drauf und darüber dann ein Stein. So, haben wir einen Stone Pointer. Jetzt fehlt natürlich noch die Stone Kathode, die ist hier unten. Das ist einfach nur Stone Wafer mit einer Fackel drauf, also ohne Stein. Tun wir das so und schon haben wir einen Stone Kathode. So. Tun wir die jetzt alle zusammen mit den Dingensboomstens, die wir ja jetzt auch schon haben. So. Dann hier die. Ach, sieh mal an. Ich glaube, ich habe was vergessen. Ich bin so blöd. Ich habe was vergessen. Ja, natürlich. Die Stone Anode. Die gehen folgendermaßen: drei so eine Stone Wafers und dann so Redstone drüber. Und dann kriegt man gleich drei Stone Anoden. Also nehmen wir wieder drei davon. Das heißt wieder, wir nehmen drei davon und wir kriegen drei Stone-Anoden. Machen wir das so. Den Pointer hier hin, die Kathode hier hin, da die hin und dann die drei Stone-Wires und schon haben wir einen Timer. So, der Timer. Das erkläre ich jetzt nochmal, das habe ich schon zweimal erwähnt in den vorherigen Tutorials, aber besser jetzt nochmal, das ist ja jetzt sozusagen das extra Video dafür. Fliegen wir auf diese extra Insel hier. Und schließen den an. So. Man sieht, er dreht sich pausenlos. Habe ich hier einen Output?
haben wir hier was. Es geht also signallos. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal Blöcke so. Weiß nicht, ob das so funktioniert. Bin mal gespannt. Nee, wahrscheinlich nicht. Dann machen wir das anders. Wir brauchen irgendwas, was wir damit aktivieren können. Zum Beispiel gucken, ob das geht. Nein, natürlich nicht. Ich stelle mich natürlich wieder so blöd an. Gucken wir mal. Nein, natürlich auch nicht. Ich dachte, ich zeige einfach mal was ganz Simples, aber nein. Nehmen wir zum Beispiel einen davon. Das geht so schnell, dass man das fast gar nicht sieht. Mache ich das zum Beispiel so. Also das Signal ist immer ganz kurz. Ganz kurz. So. Man kann die Laufzeit verändern, die eingegeben ist, bis er immer einmal rum ist. Timer-Intervall. So einmal rum. Und minus 10 ist das schnellste. So funktioniert's. Und das ist der Timer. Ja. Man kann das auch folgendermaßen tun. Man kann den Timer ausstellen mit einem Schalter. Also das wäre der Input und das ist der Output. Ja, so funktioniert das. Das ist der Timer an sich. Ja, ich hoffe, das hat jetzt wieder den einen oder anderen weitergebracht. Das nächste Mal kommt das Tutorial für den... Gucken wir mal. Das nächste Mal kommt das Tutorial für den... Sequencer. Bis dann, euer Multidimension Hunter.